Servus meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Teil von One Piece Odyssey. Ich wollte beinahe sagen Pirate Warriors, weil ich das sehr oft gespielt habe auch. So, mittlerweile habe ich mal nachgeguckt, so mittlerweile mit Fähigkeiten verbessern. Ich habe das bloß einmal gemacht. Und zwar geht ihr auf den jeweiligen Charakter drauf und jeweils hat unterschiedliche Stärken von Würfelfragmente. Diese kann man ganz beliebig, je nachdem, einsetzen. Man kann die, glaube ich, aber auch wieder wegnehmen. Ich habe jetzt einfach mal, weil Ruffy 4 gefunden hat, 4 eingesetzt. Gibt es später noch mehr? Gibt es später alle? Das ist Stufe 1, Stufe 1. Ah, das heißt, wenn ich ein Würfelfragment eingesetzt habe, wird es zu einer nächsten Stufe. Okay. Gut, haben wir den nächsten Charakter, Zorro. Da Onigiri eigentlich, Onigiri, wie so ein Suppengericht, eigentlich öfter einsetzen werden als, ich kann es fast nicht lesen, Tatsumaki, nehmen wir das da. Sanji hat noch keins gefunden, schwache Leistung. So genau wie Robin. Lissop hat wenigstens eins gefunden. Chopper Dex, Nami. Bleibt nur eins. Und Ruffy. Na gut. Gehen wir mal raus aus der Höhle. Gibt ja nicht viel mehr, was man machen kann. Was ist das? Ich sehe sie andauernd. Was ist das? Sieht aus wie eine Markierung. Wahrscheinlich, wenn irgendwo ein Taxi ist oder sowas. Raus aus der Höhle. Raus aus der Höhle. So, wo wartet er denn? Ist er irgendwo? Kommt schon die Marine? Oh, das ist der aus der Höhle. Er sagt was. Kannst du dolmetschen, Chopper? Er sagt, ich bin Sarbei. Aber alle nennen mich Dr. Sarbei. Och, wie süß. Chopper hat einen kleinen Bruder gefunden. Ja, okay, ich hasse es. Ich hasse Piraten, aber ihr habt mich gerettet. Dafür möchte ich euch hier verschenken. Wie aufmerksam. Das ist Sake? Was hast du da überhaupt gemacht? Ich habe Informationen über die Inselbewohner gesammelt. Das mag ich. Fledermäuse mag ich allerdings nicht. Ich bin verschwunden, damit ich nicht gefressen werde. Aber ich hatte zu viel Angst, um mich zu bewegen. Da kamen wir dann vorbei. Hier, bitteschön. Das ist eine Kopie meines Enzyklopädie. Liest euch mal durch. Wenn du Würfel mit Aufzeichnungen von wichtigen Leuten und Gegnern erhältst, werden diese der Enzyklopädie hinzugefügt. Du kannst sie dir daraufhin im Lager ansehen. Würfel mit Aufzeichnungen werden von Gegnern fallen gelassen und können mit Observationshaki entdeckt werden. Okay. Oh, jetzt ist er weg. Wo ist er hin? Er hat gesagt, was er sagen wollte und ist dann gegangen. Dieser Gegenstand, der uns gegeben hat, ist aber ziemlich faszinierend. Ich kann jetzt aber da schön runtergehen, ohne dass ich jetzt Dings. Ohne Probleme? Jawohl, Gott sei Dank. Ich habe gerade meine Spielmaschine fertig gehört. Hier ist gerade die Tür aufgegangen. Ich will nur gucken, was da hinten ist. Das ist einfach nichts. Ah, Chopper kann da durchlaufen. Wie süß. Ich will einfach nur gucken, was es da gibt. Ich bin leider sehr dingsfreudig hier. Hier kann man wirklich die Lichtsäule sehen.
Also, was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, dass es wertvolle Schätze gibt. Erkundungstor. Eigentlich sollten wir ja nach Hause gehen. Was wartet uns jetzt da oben? Ich glaube, wenn wir jetzt so Dings wechseln. Ich meine, eine Karte. Also ganz normal runter geht's auf jeden Fall nicht. Okay. Bienensamen-Tafel, Tafel, aber! Kraftsud. Über die Dings können wir eh nicht gehen. Aber war kurz ein Schlenker mal wert, dass wir mal ein bisschen die Insel auch erkunden, was wir dann noch machen können. Aber ich glaube, da können wir noch nicht drüber. Und ich glaube mal, dass wir einfach mal rein technisch mal Dings brauchen, ne? Frankie, der uns hilft, das Ding wieder zusammenzubauen. Ja. Kann gut möglich sein, muss aber nicht. Ist auch unwichtig, jetzt können wir zurückgehen. Das Gute ist, wir müssen nicht ganz jetzt zur Charakterauswahl gehen, sondern einfach Chopper wechseln. Jetzt kann man mit Chopper rumlaufen. Das ist auch cool. Einfach auswählen, mit wem wir gerne rumlaufen wollen. Hallo, bin da. Hallo. Essen. Aber alles aufheben, was es da gibt. Es gibt so, glaube ich, die Äffchen da hinten. Ah, doch nicht. Das Areal ist halt echt schon groß. Dafür, dass man ein bisschen da denken könnte, da erwartet einem was Großem. Habe ich gedacht, beim Rückweg erwartet uns noch irgendwie so ein King Kong oder so, aber war nicht so der Fall. Aber das ist ja nicht so schlimm, tragisch. Yes. Kann man die... Was ist die Formation? Ah, Grundausstellung. Gleichmäßigen Gebiete verteilen. Ruffle mit... Wird häufiger mit Gegnern allein in einem Gebiet sein. Er kann besser Gegner... Ah, okay. Erst im Scharfschützen überlassen, den Doktor beschützen. Löffel schwingen und Säbel... Spinatschädel. Ja, Grundausstellung ist momentan gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Aber ein Teil unserer Kräfte immer. Aber ein Teil unserer Fähigkeiten haben wir ja schon mal, das ist immer gut. Ah, dann automatisch nicht mehr laufen, aber das ist nicht so. Kann ich dann weiter gleich laufen? Oh, modottaka! どうだ、嘘じゃなかっただろ。
キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。ただ前向きなのは結構だが、あ、どういうことだ？Meinst du das? Ich spekuliere hier nur. Schließlich war ich nicht dabei. Aber der Koloss, gegen den er gekämpft hat, war recht stark, oder? Ja, kann man wohl so sagen. Man nennt ihn den Feuerkoloss und es gibt noch einen weiteren. Ah, noch ein paar weitere mit ihm. Warum ist das für uns wichtig? Sie haben ein paar eurer Würfel, da bin ich ganz sicher. Woher weißt du das? Haha, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein bescheidener Entdecker. Ich habe schon große Teile der Insel erkundet. Nun ja, wenn ihr es mit eigenen Augen seht, werdet ihr verstehen, was ich meine. Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Ich führe euch zunächst zu einem Koloss. Ah, okay, gut. Ja, das geht gut. Ein Lager ausstellen, cool. Können wir uns auch dann ein Häuschen bauen? Ja, wir sollten die Situation neu bewerten. Ich habe Hunger. Sanji, mach was zu essen. Okay, ich werde mich ans Kochen machen. Juhu! Sanji, kriegen wir was zu essen. Du kannst dann Lagerfeuer an ein Lager ausschlagen, indem du Kochen, Trickbällchen herstellst, Accessoires verschmelzt, Kleidung wechselst, feiern und dir die Enzyklopädie ansehen kannst. Wenn du feiern auswählst, werden alle EP wieder hergestellt und das Lager wird nach der Zwischenfrequenz abgebrochen. Okay. Kann man vielleicht ein bisschen besser machen wahrscheinlich. Bisschen irgendwie ausbauen. Adio. Stutz kite mo ii? Nanda. Rimu te itta wa yo ne? Ano ko wa... Ich nehme einfach mal an, weil Piraten die Insel angegriffen haben und beinahe zerstört haben. Die Tiere der Insel halten sich von Lim fern. Sie müssen instinktiv spüren, dass sie gefährlich ist. Allerdings gab es einen einzigen Papagei, den sie mochte. Ein Papagei? Wo ist er jetzt? Ich nehme an, tot. Ja. Ja, aber ja klar. Guck mal, links Chopper an. Wie furchtbar. Rim war außer sich, hat ihre Fähigkeiten im Büffel versiegelt und sie dann von der Insel vertrieben. So war das also. Nach einem der Strände befindet sich ein kleines Grab. Oh, da ist bestimmt der kleine Papagei. Nimm halt das für ein Papagei. Oh, ja gut, dann ist es ja auch verständlich. Ich würde den auch nicht verzeihen. Naja, das ist schon lange her. Mittlerweile ist die Insel auch mein Zuhause. Ich lasse nicht zu, dass gestrandete Piraten hier tun und lassen, was sie wollen. Ja, ist recht. Wir haben unsere Kräfte zurück. Zeit für eine Party. Wir haben nur ganz wenig zurückbekommen. Man kann nie wissen, was uns unterwegs alles begegnet. Erst esst ordentlich, damit ihr bei Kräften bleibt. Okay. Schmeiß eine Party, um sämtliche PP wiederherzustellen. Die erhaltenen Erfahrungspunkte für 10 Kämpfer um 30% zu erhöhen, um die Chance auf kritische Treffer zu verfünffachen. Die durch Party aktivierte Fähigkeit und die verbleibende Ausdauer werden im Kampf als Symbol angezeigt. Ah, Partybonus. Okay. Schmeiß eine Party! Machen wir. Cool. Dann können wir erstmal noch mit allen reden. Das Haus ist so cool. Das sieht einfach aus wie ein Schiff. Sanji! 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 Wenn die Reparatur eine Weile dauert, sollte ich Frank etwas zu essen bringen. Okay, mach mal das. Das ist gut.
Oh, das hatte ich nicht mit allen geredet. Kacke. Egal. Oh, koizu umeena. Was war denn mit Chopper los? Cool. Kann ich jetzt frei umherlaufen erstmal ein bisschen? Oder muss ich jetzt unbedingt zu ihm? Boah, ist ja auch eine Kanone vergraben. Von dem Haus liegen einige, aber es sieht nicht so aus, als könnte man sie benutzen. Ja, sieht auch so aus. Es wird einige Erkundungstouren hier echt Spaß machen, das sage ich euch. Ach, bevor. Ah, okay. Warte mal. Ja gut, das könnte. Hier gibt es ganz schön viele seltene Pflanzen. Vielleicht kann ich daraus neue Medizin herstellen. Chopper sagt Bescheid, wenn du irgendwelche seltsamen Pflanzen siehst. Himmelrassler, was geht? Und da vorne ist dann links die nächste Mission. Es gibt in Notiere keine Menschen, die Insel ist perfekt zum Trainieren. Nur das recht. Nami? Hi Nami. Wenn Robin recht hat und dass die legendäre Insel Barfoot ist, muss ich irgendwo ein Schatz sein. Du, dein scheiß Schätzen, ey. Gehst nicht auf den Nerv. Das ist die einzige, die mich auf den Nerv geht. Hallo Sanji! Ob Nami und Robin wohl Hunger haben? Hm. Nein, vermutlich eher Durst. Hallo Robin. Kann ich eigentlich... Ich vergesse es immer. Dass man so runtergehen muss. Also hingehen und Taste drücken. Wenn ich jetzt da lang gehe. Ja, verbietet es mir. Na gut, wenn das mir verbietet. Was ist das? Würfel mit Lebensaufzeichnung. Wir speichern mal hier geschwind. Wir gehen dann demnächst gleich in den nächsten Kampf. Davor will ich aber mal gucken, ob ich meine Kleidung wechseln kann und ob man überhaupt was wechseln kann. Wir sehen uns gleich im nächsten Part, meine Freunde.